Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Nachhaltigkeit ist nicht nur wichtig für den Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten, sondern auch für den Umgang mit den Steuermitteln der Bürgerinnen und Bürger. 2014, 2015, 2016, wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Und diesen guten Ansatz haben wir uns auch vorgenommen für 2017. Keine Schulden, keine neuen Steuern, keine Steuererhöhung. Das war ein ganz klares Wahlversprechen der Union und wir lösen das ein. Und das ist, glaube ich, wichtig, um die Glaubwürdigkeit der Menschen in die Politik und in die Institutionen zu stärken und Vertrauen herzustellen. Ich will auf das Stichwort Vertrauen nachher noch mal zurückkommen, aber mich erst mal mit einigen Zahlen im Haushalt des Justizministers beschäftigen. Ich könnte mal sagen, stabil auf hohem Niveau, das ist etwa die Aussage 17 gegenüber 16. Positiv will ich auch einiges anmerken. Und zwar gibt es Themen, die uns Parlamentariern am Herzen gelegen haben in den letzten Beratungen, die sich im Haushaltsentwurf wiederfinden. Zum Beispiel wieder fast 600.000 Euro für das Projekt Dunkelfeld zur Bekämpfung von der Begehung möglicher Straftaten durch pädophile Männer im Vorfeld. Richtig ist auch, dass der Verein für internationale rechtliche Zusammenarbeit mit 5,65 Millionen eine höhere Förderung erhält und damit die Möglichkeit besteht, dass er rechtsstaatliche Reformen in anderen Ländern unterstützt und gestaltet und damit einen ganz kleinen Beitrag zur Beseitigung von Fluchtursachen leisten kann und die Lebensqualitäten von Menschen in anderen Ländern verbessern kann. Ebenso richtig ist es, dass im Personalhaushalt beim Generalbundesanwalt nunmehr 8 neue Planstellen für die Ermittlungsarbeit eingerichtet wurden, um gegen Terrorismus und Cyberspionage vorzugehen. Und in Anbetracht der Bedrohungsszenarien durch Islamisten auf der einen Seite, aber durch ausländische Spionage und Sabotage mittels IT-Technik wirklich ein zwingender und dringender Schritt. Und die Erfolge einer verbesserten Personalausstattung beim Generalbundesanwalt lassen sich auch ablesen. Aktuell werden in Karlsruhe 130 Verfahren gegen 190 Beschuldigte im Zusammenhang mit Straftaten im Bereich Syrien und Irak geführt. Aber ich will an der Stelle auch sagen, dass allein der Einsatz des Bundes hier nicht ausreicht. Es hat mich heute verunsichert, als ich in der Welt lesen musste, dass in mehreren Bundesländern die Zahl der steigenden Staatsschutzverfahren nicht ausreichend geführt werden können, weil es an sachkundigen Richtern und Staatsanwälten fehlt oder gar an Büroräumen und Verhandlungssälen. Das kann und darf nicht sein, meine Damen und Herren. Die Länder sind hier in der Verantwortung und die Bürgerinnen und Bürger haben, glaube ich, gerade in diesem Bereich von Straftaten, in diesem sensiblen Bereich eine hohe Erwartungshaltung. Und da müssen auch die Bundesländer ihrer Verantwortung nachkommen, eine entsprechende Ausstattung der Justiz vornehmen. Und da wir immer alle von sprudelnden Steuereinnahmequellen reden beim Bund, die gibt es ganz genauso bei den Ländern. Und ich glaube, da dürfen die Länder sich an dieser Stelle nicht wegdrücken. Lassen Sie mich aber auch noch mal zum Etatentwurf von Minister Maas zurückkommen. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit des Ministers, damit hatte ich mich ja im letzten Jahr schon beschäftigt, ist in 2017 nicht weiter erhöht worden, sondern verbleibt auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Das heißt, ich muss meinen Vergleich hier nicht noch mal wiederholen. Sie können sich vielleicht erinnern, ich hatte damals gesagt, dass der Ansatz 2016 im Vergleich zu 2013 um 519% gestiegen ist. Also eine weitere Steigerung gibt es jetzt nicht mehr. Und ich sage auch ganz offen, Herr Minister, wenn in den weiteren Berichterstattergesprächen die Notwendigkeit für eine personelle Verstärkung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur Aufsicht über twitternde Mitarbeiter benötigt wird, dann soll es an der Union an dieser Stelle nicht scheitern. Eine kritische Anmerkung kann ich mir aber im Bereich des Verbraucherschutzes nicht ganz ersparen. Der Kollege Dennis Rohde, den ich ja sonst sehr schätze, der hatte vorhin gesagt, es handelt sich um eine Erfolgsgeschichte. Das mag man politisch so sehen. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher, ob man das einfach so sagen kann oder ob man nicht diese Frage doch mal ein ganz klein wenig verstärkt untersuchen müsste. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher verstärkt werden soll. Das ist richtig, daran will ich auch gar nicht rütteln. Konsequenterweise gibt es jetzt auch ein neues Kapitel im Haushalt mit dem Titel Verbraucherpolitik, das mit 38 Millionen ausgestattet ist. Eins will ich aber an der Stelle auch schon sehr deutlich machen.
dass wir Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von weiteren 41 Millionen für die kommenden Jahre einfach so rausreichen, ohne dass wir die Frage des Verbraucherschutzes uns mal näher anschauen, da bin ich noch nicht ganz so bereit zu. Wir sollten gucken, was mit dem bisherigen Geld geschehen ist, wie wir es eingesetzt haben und was wir wirklich erreicht haben. Weil das nur Ausgeben von Millionen für den Verbraucherschutz per se selbst ist noch kein politischer Erfolg, meine Damen und Herren, sondern wir müssen uns wirklich anschauen, was im Einzelnen tatsächlich erreicht worden ist. Wir brauchen belastbare Aussagen darüber, ob wir das Geld sinnvoll eingesetzt haben. Und ohne diesen Nachweis, sage ich ganz offen, bin ich nicht dafür, dass wir immer weitere Versprechen finanzieller Art in die Zukunft vornehmen. Eine andere Kritik, Herr Maas, kann ich Ihrem Haus auch nicht ganz ersparen. Stichwort Haushaltsreste. Das Bundesjustizministerium hat im Haushalt 14 44 Millionen nicht ausgegeben und nach 15 rübergebracht. Nun kann man sagen, ja, das Haushaltsjahr 14 war ein ganz besonderes. Wir hatten dort eine vorläufige Haushaltswirtschaft, weil der Bundestag ja erst den Haushalt beschließen musste. Okay, das verstehe ich. Dass aber im Haushalt 15 63 Millionen nicht ausgegeben wurden und nach 16 übertragen wurden. Und von diesen 63 Millionen mehr als 50% im Bereich der IT-Technik nicht ausgegeben worden sind, da habe ich schon mal kritische Fragen. Weil 63 Millionen ins Haushaltsjahr 16 rüberzuschieben, sind fast 10% des Haushaltsansatzes. Ich frage mich, meine Damen und Herren, warum machen wir als Parlament Haushaltsberatung im Ausschuss, hier im Plenum? Wenn anschließend, nein, das hat mit Sparsamkeit nichts zu tun, Herr Kollege, wenn anschließend das Ministerium im Rahmen der Haushaltswirtschaft einfach mal so über 60 Millionen ins nächste Jahr überträgt und insbesondere im Bereich IT-Technik, wo uns doch die Gerichte und die Behörden immer sagen, hier haben wir Nachholbedarf und hier sind wir nicht modern genug, wenn in diesem Bereich das Geld nicht ausgegeben wird. Und ich sage das auch mal deshalb so kritisch, weil wenn man im Berichterstattergespräch mal im Ministerium nachfragt, könnt ihr nicht an dem Haushaltsansatz vielleicht 100.000 Mal kürzen oder an dem 200.000, weil wir hätten an einer anderen Stelle noch was zu finanzieren. Dann heißt es aus dem Ministerium immer unisono, das ist alles überhaupt nicht verzichtbar. Wir sind schon so knapp ausgestattet. Also da scheinen mir Realität und Aussage noch nicht ganz im Einklang zu stehen. Und ich will ganz offen sagen, ich werde in Zukunft vierteljährlich das Ministerium nach der Ausschöpfung aller Titelansätze abfragen müssen. Das mag zwar eine hohe bürokratische Belastung sein, aber das muss dann einfach mal sein, um an der Stelle Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit tatsächlich auch umzusetzen. Ich möchte aber noch eine andere Frage aufwerfen, meine Damen und Herren. Nämlich, wie gelingt es uns, Bürgerinnen und Bürger von der Qualität unseres Rechtsstaates zu überzeugen? Was müssen wir machen, um eine erkennbare Distanz der Menschen zum Rechtsstaat und seinen Einrichtungen zu überwinden? Da gibt es das schöne Zitat, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Das stammt von Bärbel Bohley, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es drückt Kritik und Distanz aus. Und aktuell steigt diese Kritik und diese Distanz, weil immer mehr Menschen Zweifel an der Qualität unseres Rechtssystems haben. Viele glauben inzwischen, dass der Satz, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen, so nicht mehr wirklich besteht. Und Ralf Brinkhaus hat heute Morgen hier gesagt, in Deutschland heute zu leben, ist ja eigentlich sowas wie ein Sechser im Lotto. Das ist so. Ich unterschreibe den Satz. Aber er kommt bei vielen Menschen draußen offensichtlich nicht mehr an. Auf die Frage, vertrauen Sie der Justiz oder dem deutschen Rechtssystem, haben auf einer Infratest-Umfrage im Mai 2006 58% nur gesagt, ja, ich vertraue. 38% haben gesagt, ich vertraue nicht. Ich finde, diese Zahl muss uns alarmieren, weil für einen Staat wie Deutschland ist eine Zustimmungsquote von nur 60% zu wenig. Laut EU-Justizbarometer vom April 2006 halten nur 2/3 der deutschen Öffentlichkeit Gerichte und Richter für unabhängig. 1/3 meint, sie seien abhängig. Damit liegt unser Land im Vergleich zu den anderen EU-Ländern nur im Mittelfeld. Allerdings gibt fast kein Land in der Europäischen Union so viel Geld für Justiz aus wie Deutschland, Bund und Länder zusammengerechnet. Und dennoch dauert es in Deutschland durchschnittlich 192 Tage, bis in der ersten Instanz ein zivilrechtlicher Streit abgeschlossen ist, in Österreich nur 135 Tage. Ich glaube, an dieses Thema müssen wir ran, sowohl das Ministerium als auch das Parlament.
Und vielleicht ist es an der Stelle auch wichtiger, dass wir uns darum kümmern, als den einen oder anderen Strafrechtsparagrafen, mit dem wir jetzt 60 Jahre in der bundesrepublikanischen Rechtsprechung gut ausgekommen sind, nunmehr überarbeiten zu müssen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das Vertrauen in Effizienz und Qualität unseres Rechtssystems nicht verloren geht. Wir diskutieren ja häufig darüber, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die in einer Paralleljustiz sich wohler fühlen. Dagegen müssen wir vorgehen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass unsere bisherige deutsche Bevölkerung nicht immer mehr Zweifel am Rechtssystem ausdrückt und dann über Bürgerwehr oder Verweigerung, sich rechtsstaatlichen Institutionen zu stellen, möglicherweise reagiert. Es gibt im Berliner Wahlkampf eine Partei, die hat die Parole, auf Plakaten draufzustehen: Was helfen die besten Polizisten, wenn die Richter nicht funktionieren? Ich glaube, Sie können sich vorstellen, wen ich meine. Eine Partei, die ich nicht gut finde. Das ist die gleiche Partei, deren Protagonist in Brandenburg nach 70 Parkverstößen öffentlich erklärt hat, er muss sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, das sei Nicklichkeiten, so viel zum Thema Law and Order und eigenes Rechtsverständnis. Und ich will auch gar keine funktionierenden Richter, meine Damen und Herren, weil die hatten wir schon zweimal in Deutschland, funktionierende Richter, und das war nicht die beste Zeit für Recht und Gerechtigkeit. Aber wir müssen aufpassen, dass da draußen solche Forderungen nicht verfangen, weil wir vielleicht nicht früh genug hinschauen. Und wenn die Effizienz der Justiz dazu führt, meine Damen und Herren, wenn die Effizienz der Justiz dazu führt, dass jemand Opfer einer Straftat geworden ist, nach über einem Jahr das erste Mal eine Ladung zur Gerichtsverhandlung erhält, dann zweifelt der an der Kompetenz des Staates, das Recht durchzusetzen. Und der Straftäter wird wahrscheinlich auch glauben, so schlimm war meine Tat gar nicht, weil wenn der Staat ein Jahr braucht, um mich überhaupt zur Rechenschaft zu ziehen, dann scheint das ja nicht das Allerschlimmste gewesen zu sein. Ich glaube, da werden wir in Zukunft besser werden müssen, meine Damen und Herren. Da ist noch Luft nach oben, und das sollten wir auch dementsprechend diese Aufgabe annehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.